Welcome back zum nächsten Video. Heute schauen wir uns das Verkaufsgespräch genauer an. Das heißt, es geht hier um das Closing, wie du wirklich einen Deal abschließt bzw. den Kunden zum Kauf bewegst. Regel Nummer 1 ist hier, du musst einfach Vertrauen aufbauen und sympathisch sein. Dieses ganze Hard selling bringt heutzutage nichts mehr. Klar, man muss am Ende Einwände behandeln können, man muss ein gewisses Auftreten haben, man braucht ein gewisses Verkaufsskript. Aber ich sage mal, die Regel Nummer eins ist wirklich, du musst Vertrauen aufbauen und sympathisch sein. Du brauchst nicht die extremen Verkaufsskills, um am Anfang erfolgreich zu sein. Es gibt da verschiedene Tipps, die ich euch mit in die Hand geben kann. Dafür wichtig sind. Nummer eins bietet den Kunden direkt das Du an, beziehungsweise geht einfach, wenn an ihr anruft ins Gespräch und sagt, hey, hier ist der Florian und nicht hier ist Hallo, hier ist der Herr Müller von XY, sondern hallo, hallo, hier ist der Florian. Apple beispielsweise macht das Ganze genauso und das hat einen ganz gewissen Grund. Wenn du, jem wenn du mit jemandem in der Du-Form redest, dann ist es viel, viel einfacher, Emotionen bei dem Gegenüber auszulösen, also positive Emotionen, als in der ja, klassischen Sie-Form. Und das ist, sage ich mal, ein wichtiger Punkt, mit den ich euch direkt an die Hand geben kann. Ich sage mal so, wenn ihr jetzt in einer ziemlich spezifischen, speziellen Nische unterwegs seid, wie jetzt beispielsweise bei Ärzten, Anwälten und so weiter, da kann es manchmal sein, dass es mehr Sinn macht, mit sie ins Gespräch zu gehen. Aber ich sage mal so, klassisch bei Handwerkern, E-Commerce-Unternehmern und so weiter, ist, ist man auf jeden Fall mit dem Du besser dran. Das Nächste ist, macht wirklich Smalltalk mit den Leuten. Also interessiert euch wirklich aktiv für die Leute und informiert euch auch vorab über das Unternehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwo anruft, wenn ihr irgendwo Akquise macht, wenn ihr, wenn ihr irgendwo, ähm, beziehungsweise wenn ihr dann in dem Verkaufsgespräch seid, dann geht da nicht rein und habt gar keine Ahnung, was der überhaupt macht, wer er überhaupt ist oder sonstiges. Und dann schaut euch davor die Webseite an, schaut euch davor den Social Media Account und sonst, und, und so weiter. Also, das ist wirklich ganz wichtig, weil wenn der, wenn der Gegenüber merkt, dass ihr euch aktiv für ihn interessiert und zum Beispiel jetzt im letzten Blog-Eintrag gelesen habt, keine Ahnung, die haben jetzt, irgendwie einen Preis gewonnen oder eine neue Filiale eröffnet oder was auch immer, irgendwas, irgendwas erreicht, dann könnt ihr, das ist zum Beispiel ein ziemlich cooler Punkt zu sagen, hey, erstmal Gratulation zu XYZ. Oder auch so ein Gesprächseinstieg, wie ihn auch wirklich aktiv zu fragen, wie hat denn das Ganze angefangen oder wie ist man denn auf die Idee gekommen, XYZ zu verkaufen oder XYZ zu machen und so weiter. Es ist wirklich immer sehr, sehr gut, entsprechend mit Props reinzugehen. Also man kann auch mit, mit Props reingehen, dass man sagt, äh, ihr habt wirklich eine sehr, sehr coole Webseite. Oder wenn ihr vor Ort seid, also das würde ich auch vielen von euch empfehlen, gerade am Anfang wirklich lokal zu gucken und dann einfach zu sagen, hey, äh, cooles Büro. Oder was weiß ich, wenn ihr eine schöne Statue im, in der Eingangshalle haben, dann redet darüber. Einfach ein bisschen Smalltalk machen, einfach ja ein bisschen einfach Props geben, einfach sagen, hey, XYZ ist cool und ich sag mal so, überlegt mal selber, wenn euch jemand ein Kompliment macht, dann mögt ihr auch die Person von vornherein mehr als eine Person, die euch kein Kompliment direkt am Anfang macht. Was hier aber wichtig ist, ihr dürft natürlich jetzt nicht mit einem, äh, jedem irgendwie dasselbe Kompliment geben oder irgendwie ein Kompliment geben, was ihr nicht was nicht von Herzen kommt oder was ihr gar nicht so meint am Ende. Sondern es ist wirklich wichtig, dass, äh, dass ihr das Ganze auch ernst meint. Das heißt, wenn der jetzt ein hässliches Büro hat, dann könnt ihr nicht sagen: Ja, wow, äh, Büro sieht so toll aus, ne? dann müsst ihr euch was anderes suchen, für was ihr ihm Props geben könnt. Dann, was auch ganz wichtig ist, ihr müsst Stories erzählen und Beispiele nennen. Also je nachdem, in welcher Nische du bist, einfach sagen, was dein Kunde für, für Wachstumspotenzial hat wenn er mit eurer Dienstleistung ähm, durchstellt, wenn, wenn er sich für euch entscheidet. Dass, dass er sagt, hey, ähm, wir haben einen anderen Küchenhersteller, für, bei dem läuft es aktuell so, dass wir seinen Umsatz von 100 auf 200.000 erhöhen konnten durch das Online-Marketing. Im Idealfall, könnt ihr dafür halt dann richtige Referenzen zeigen oder halt am besten ein Video vorspielen oder sonstiges. Das dann habt ihr den meisten sowieso schon. Das ist wirklich das Wichtige. Das ist wieder auch so ein Ding, ich sag mal, wenn ihr wirklich sympathisch seid, wenn ihr Smalltalk macht, wenn ihr ein bisschen Storytelling macht, einfach auch ein bisschen Referenzen zeigt, dann habt ihr diesen Deal eigentlich schon klar. Weil ich sag mal so die meisten Leute, die mit euch ein Verkaufsgespräch ausmachen, haben schon Interesse. Und wenn er jetzt hier nicht mega unsympathisch oder mega unfreundlich oder was auch immer rüberkommt, dann, dann klappt das auch mit dem Deal. Dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr die richtigen Fragen stellt. Das heißt, ich gebe euch hier mal einfach ein paar Beispiele. Wie wäre es für dich, wenn du X mehr Umsatz machst? Wie wäre es für dich, wenn du auf X Akquise-Strategie verzichten könntest? Wie wäre es für dich, wenn du jeden Monat drei Kunden mehr hättest? Was meinst du, warum Firma XY, muss natürlich auch aus derselben Branche dann kommen, so erfolgreich ist? Was meinst du, passiert, wenn du eine Million Leuten zeigst, was du machst? Also, gerade wenn du im Advertising oder im Social Media Management unterwegs bist, da ist es dann ja wirklich einfach, eine Million Leute zu erreichen. Also, ich meine, mit Ads eine Million Leute zu erreichen, ist, ist easy. Das schaffst du, mal, schaffst du in einer Woche und. Für, für ziemlich wenig Geld. Ja, ich sag mal, vielleicht eine Woche ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schaffst du in einem Monat für, ein, für nicht allzu viel, allzu viel Budget? Dann auch Fragen stellen, was meinst du, warum Apple so schnell gewachsen ist? Dann auch Fragen stellen, was war das Problem, als sie es selber gemacht haben, beziehungsweise als sie mit einer Agentur zusammengearbeitet haben. Also wirklich aktiv für diese Leute interessieren. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt Social Media schon machen, ähm, dann einfach mal fragen, so, ja, bringt das Social Media aktuell auch was? Verdient ihr gerade was über Social Media oder nicht? Und dann werden sie, ja, 90, 95 Prozent der Leute werden sagen, nee, verdient man nicht, aber wir machen es trotzdem. Macht unser Azubi. Und. Dann kann, erzählt er dir deine Problems und dann musst du mal noch Lösungen zeigen dafür. Auch noch Fragen stellen, was hindert sie aktuell am Wachstum? Es ist im Endeffekt das Ziel eigentlich, dass du, dass, dass du die Person von selber die ganzen Sachen erzählt, die du am Ende für, fürs Closing verwenden kannst. Das heißt, du musst diese Fragen so stellen, dass der Kunde es sich am Ende selber verkauft. Und was du dann noch machen musst, ist dich auf entsprechende Einwände vorzubereiten. Können zum Beispiel Sachen kommen wie: Das ist mir zu teuer. Ich muss noch mit meinem Businesspartner reden. Ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich muss da keine Ahnung, noch mal unsere, unsere Finanzen prüfen, wie auch immer. Also es, ich sag mal, diese Einwände sind immer gleich. Im Agency Creator kriegt ihr dann eine riesige Liste an Einwänden, die kommen können und dann auch entsprechenden Einwandbehandlungen dazu. Wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, sich darauf wirklich vorzubereiten und damit hat es dann ganz einfach den Deal abzuschließen. Das heißt wirklich, den Hauptpunkt, den ich euch mitgeben kann, seid sympathisch, seid offen, seid ehrlich und ja, seid einfach echt. Und dann ist es eigentlich am Ende sehr, sehr einfach, den Deal klar zu machen.